Davi-Portunismus pur ist die Bezeichnung für Situationen, in denen Personen einerseits sehr stark opportunistisch und egoistisch handeln und andererseits, getreu dem Motto des Darwinismus, nur diejenigen weiterkommen, die am stärksten sind. Bezogen auf die Arbeitswelt führt dies im positiven Fall zur High-Performance-Dynamik, wo gleichzeitig die individuell genutzten Chancen der Mitarbeiter und die Wettbewerbsposition des Unternehmens steigen. Im negativen Fall zur Straßenbahnsituation, wo man beliebig ein- und aussteigt oder zum Ausstieg aufgefordert wird. Und jetzt bitte so, dass auch ich das verstehe. Okay, nehmen wir Mario. Mario ist Fußballspieler beim FC Schalke 04. In der aktuellen Saison spielt Mario ausgezeichnet. Er schießt ein Tor nach dem anderen. Marios Trainer ist begeistert, zahlt ihm sein verdientes Gehalt und freut sich darüber, einen so talentierten Spieler in seiner Mannschaft zu haben. Doch kurze Zeit später taucht der Trainer eines anderen Vereins auf. Er möchte, dass Mario in seiner Mannschaft spielt und bietet ihm das Doppelte von dem an, was Mario bisher verdient hat. Das lässt sich Mario nicht zweimal sagen. Er ist dabei und nun bei Bayern München unter Vertrag. Was wird jetzt nur aus Schalke? Aber es geht auch anders. Mario ist Spieler bei Bayern München, hat aber nur noch Pech in letzter Zeit. Er schießt keine Tore mehr und verfehlt alle Pässe. Sein Trainer ist sehr unzufrieden mit ihm und kündigt ihm schließlich den Vertrag, denn Mario hat nicht zum gewünschten Erfolg beigetragen. Stattdessen nimmt ein neuer, viel jüngerer Spieler Marios Platz in der Mannschaft ein. Dieser muss nun sein Können unter Beweis stellen. Jetzt habe ich es verstanden.